So, liebe Leute, da sind wir wieder mit dem Podcast um die Ecke hier und ich freue mich ganz besonders auf diesen Part, weil es ist so ein bisschen wie die allererste Episode. Und zwar werde ich kurz das Thema zusammenfassen, Leute, es wird richtig interessant. Wir haben nämlich Charaktere, die in der One Piece Welt schon so eine richtig krasse Entwicklung gezeigt haben, meiner Meinung nach und der Meinung nach von Myrolox. Und ja, ich habe 5 rausgesucht, von denen ich denke, die haben die krasseste Entwicklung gezeigt in One Piece. Und der gute Myrolox hat sich natürlich auch noch 5 rausgesucht und wir werden das Ganze gleich debattieren bzw. ausdiskutieren. Und ja, das Spannende ist, ich weiß wie gesagt nicht, welche er genommen hat und ich bin gespannt, welche er genommen hat. Ich hoffe, wir haben nicht die gleichen. Ja, wollen wir es hoffen. Aber ich glaube, so ein, zwei werden wahrscheinlich die gleichen sein, weil ich glaube, man denkt halt oft auch direkt an dieselben Charaktere, aber wir sehen es ja gleich. Deswegen, wir haben gleich vorweg gesagt, Corby, so, es ist so, Leute, an was denkt ihr, wenn ihr an Entwicklung in One Piece denkt? So, natürlich hat man einen Ruffy im Kopf und so, aber als erstes denke ich, welcher Charakter hat die krasse Entwicklung gezeigt? Ey, für mich einer der krassesten, nicht der krasseste, aber einer der krassesten, auf jeden Fall Corby, sofort, weil man kannte ihn damals als kleines, also, das war ja wirklich nicht ernstzunehmender Comedy-Charakter, so ein kleiner Junge, der nur auf die Fresse fliegt und so, auch von der Körperstatur so richtig eklig aussieht und so, und jetzt ist es wirklich so ein Haki-beherrschender Captain, der ein eigenes Schiff hat und auf dem besten Weg zum Admiralposten ist, also, das ist schon echt krass und deswegen, ja, habe ich als ersten Charakter Corby genommen, haben wir gesagt, und der gute Myrolox musste sich 5 aus den Ärmel schütteln, aber wir reden trotzdem über Corby. Auf jeden Fall. Würde ich sagen, lass uns am Ende über Corby reden. So, ganz zum Schluss nochmal über den. Ne? Mach okay, mal am warte Ende mal. Und ich krall mir den ersten, okay? Genau, und warte mal, lass mich vorher noch einen Punkt vorweg sagen noch an unsere Podcast-Hörer hier. Das freut mich uns erstmal, dass ihr am Start seid. Und gute Nachrichten, wir sind jetzt hier monetarisiert, beziehungsweise ja, über 1000 Abonnenten und so viel Wiedergabezeit muss man haben, um auf YouTube monetarisiert zu sein. Wir werden das mit der Werbung nicht so rausspammen, weil es ist nun mal ein Audioformat, ein Podcast und wenn alle 2-3 Minuten, wie es ja in einem 10 Minuten oder einem normalen YouTube-Video üblich ist, wenn da alle 2-3 Minuten dann so ein Werbeclip kommt mit, hier kaufen Sie noch einen Joghurt, schieß mich tot, ist natürlich nervig, Leute. Deswegen werden wir das mit der Werbung natürlich ein bisschen im Schacht halten. Ungefähr alle 10 Minuten ein Werbeblock, so. Ich hoffe, das ist nicht zu nervig. Ihr könnt ja noch mal schreiben, wenn es zu nervig ist, dann werden wir das Ganze auch noch reduzieren. Aber wie gesagt, ein bisschen Entlohnung hier für die stundenlange Arbeit, die wir haben. Und wir wollen uns hier keine goldene Nase verdienen. Das ist auch gar nicht möglich damit, aber nur, dass ihr Bescheid wisst. Nicht, dass ihr hier rummeckert, wenn ihr da ein paar gelbe Striche seht. Das wollte ich noch gesagt haben, bevor du jetzt den ersten Charakter aussprichst. Ja, weil, muss man ja vielleicht auch kurz erwähnen, weil die gelben Striche täuschen halt immer, weil der YouTube-Balken, wie lange das Video geht, ist immer gleich lang. Und dann sieht das bei so einem 2-Stunden-Video, sieht das dann immer so aus, als ob da todesviel Werbung drin ist. Obwohl das eigentlich voll wenig ist. Aber gut. Das ist das Ding. Ja, genau. Ich schnapp mir mal den ersten Charakter. Wichtig, ich habe auch direkt gefragt, ob Flashbacks auch mit reinzählen, weil sonst funktioniert mein erster Charakter nicht. Und das ist Doflamingo. Ich finde, Doflamingo hat eine der heftigsten Entwicklungen überhaupt hingelegt. Weil wenn man mal so vom Flashback ausgeht, der war halt so ein Himmelsdrachenmensch, der hat halt so voll das Highlife gehabt. Und sein Vater war ja so, ja, total untypisch und hat sich dann von den Himmelsdrachenmenschen distanziert und in den Flashback hat man dann einfach ein Doflamingo gesehen, wo sich die Wut immer mehr angestaut hat, einfach immer mehr angestaut hat, so, und er dann halt einfach, ja, weil ja dann noch die Mutter krank wurde und so weiter und so fort und die nichts zu essen hatten, dass sich das halt so immer mehr aufgebaut hat und er dann auch das erste Mal Hunger gespürt hat und wie sich dann der Charakter auch schon entwickelt hat, bis zu der Szene, wo er die Waffe einfach auf seinen Vater richtet, obwohl auch sein Bruder neben ihm ist, so, aber er richtet die Waffe als kleines Kind auf seinen Vater und dann gibt's quasi so einen kurzen Schnitt, wie dann einfach erwachsene Leute, die eine sehr, sehr starke Kraft eigentlich haben, wie zum Beispiel Trepol und so, dann einfach Doflamingo eine Knarre und eine Teufelsfrucht überreicht, ein kleines Kind, und sich dann 4 Leute vor ihn verbeugen und er dann schon als kleines Kind innerhalb von ein paar Monaten einfach so eine Entwicklung hingelegt hat, die sich dann natürlich noch weiter fortgeführt hat. Hammer. Auch Haki-technisch, was er damals, das ist so krass, was er kann, also mit Königshaki sowieso. Ich finde auch, das ist ein guter Charakter, ist mir nicht eingefallen, ich habe ihn nicht genommen. Aber du hast recht. Also das Ding ist, wenn ich jetzt so in One Piece zurückdenke, weißt du, wenn ich an Charaktere denke, die Entwicklung gezeigt haben, dann denke ich immer an unserer One Piece-Geschichte zurück. So, wer war damals und wer ist jetzt? Aber du hast recht, ziemlich spät. Wir hatten ihn zwar schon lange und da war er aber schon der Ficker so schlechthin. So. Aber das haben wir nun mal den Flashback bekommen, der gezeigt hat, durch wie viele Höllen der gegangen ist und was der alles durchgemacht hat und beziehungsweise, Alter, wie krass der schon als kleines Kind ist, wie kalt, weißt du, und wie heftig. Also ich finde es auch, das ist ein guter Charakter, der hat auf jeden Fall eine heftige Entwicklung gezeigt. Und auch gerade jetzt aktuell ist er zwar in Impel Down so, meiner Meinung nach wirklich
war Ruffy nicht unterlegen. Ich weiß nicht, er hat zwar die King Kong Gun abbekommen, es war einfach nur dumm. Ey, er hat seine Teufelsfrucht erwacht, also er kann mit diesen Fäden und so. Ja. Meiner Meinung nach ist er viel zu krass und wurde einfach nur, er wurde einfach unglücklich, sag ich mal, oder hat Ruffy einfach unterschätzt. Er hat die ganze Zeit gelacht, hat ihn nicht richtig ernst genommen und wurde einfach von Gear 4, von dieser brachialen Stärke von Gear 4, die das nun mal hat, so muss man sagen, wurde einfach überrumpelt so und wurde einfach zunichte geprügelt. So. Da wurde die ganze Insel Dressrosa wurde da einfach fast geteilt in zwei, weil das so ein Schlag war. Total, und zumal man ja auch hier sagen muss, auf der einen Seite, Ruffy hatte auch hier schon wieder enorm viel Hilfe. Allein der erste Schlag, das erste Red Hawk, war ja schon so dieser Genius-Move, wo Law und Ruffy so einen Streit vorgetäuscht haben und Ruffy dann mit einem Red Hawk auf Law losspringt und Law dann die Position schnell vertauscht. So. Das heißt, Law hat ja auch übelst viel gemacht. Law hat ja auch mit dem Gamma Knife so Doflamingo den übelsten Schaden zugefügt und so. Ja, deswegen, also man muss einfach sagen, das ist einfach ein bisschen unlucky gelaufen. Ruffy wurde ja auch beschützt, weil er dann erstmal das erste Gear 4 hat ja gar nicht ausgereicht, so, das ist ja auch noch so eine Sache, also wo er das erste Mal dann Gear 4 genutzt hat. Deswegen, Doflamingo ist halt übelst krass und ich finde so das Highlight seiner Charakterentwicklung ist halt einfach, wo er auf dem Marineschiff dann auch so sagt, so, ich bin von den Himmelsdrachenmenschen in die normale Welt gekommen und jetzt bin ich an dem Punkt, wo ich die Fäden zu jeder wichtigen Person in der Welt in der Hand halte, weil er dann ja so gesagt hat, so, zu Big Mom und zu Kaido, ich hatte die Fäden in der Hand, so, weißt du? Ja. Ich hab alles im Gleichgewicht gehalten und dann sagt er so, jetzt ist dieses Gleichgewicht einfach gebrochen und dann sieht man einfach so kurze Zeit später, wie Kaido da so gefühlt sagt, okay, ich will die Welt zerstören. Moinsen, so, weißt du? Ja, Digga, ey, das war nicht normal. Ich weiß noch, also er hat ja wirklich, also im wahrsten Sinne des Wortes, die Fäden in der Hand, so. Also er hat ja die Kontrolle über die Smile-Fabrik, beziehungsweise die Teufels, die Smile-Nutzer, Smile-Teufelsbruch-Nutzer von Kaido, da hat er ja alles mehr oder weniger kontrolliert so und jetzt hat Kaido keine neuen Teufelsfrüchte mehr, die er kriegt und so. Also er war eine richtig wichtige Position innerhalb der Untergrundpiraterie, sag ich mal so. Ja, der hat ja auch alle mit Waffen versorgt und so immer. Ja, es ist richtig eine richtig wichtige Person. Also das ist echt krass, zu was der sich gemausert hat, beziehungsweise die Frage ist, wie geht's jetzt weiter mit ihnen? Lass uns darüber auch nochmal reden. Doflamingo ist echt ein wichtiges. Ich kriege auch immer wieder die Frage. Doflamingo ist immer noch ein gefragter Charakter. Er ist einer der besten. Meiner Meinung nach ist er der beste Antagonist neben jetzt Blackbeard. Also vom Antagonisten sein, so wie er sich verhält und wie er den Werdegang und wie grausam er ist und was er getan hat ist auf Dressrosa und so. Das ist meiner Meinung nach ja so noch krasser als Crocodile schon. Und Crocodile war wirklich schon antagonistenmäßig heftig. Ja, aber Doflamingo hat irgendwie noch so mehr Tiefe, weil er halt Tenryubito war und so, weißt du? Finde ich richtig geil. Deswegen, er hat zwar auch diesen, er weiß, dass der Schatz von Marijoa ist, alleine das ist auch noch übertrieben krass, so. Er weiß alles, glaube ich, so. Er weiß allgemein über so vieles Bescheid, dass er seine Teufelsfrucht erweckt hat und so. Das zeigt mir auch schon, dass er noch viel mehr kann, als wie wir gesehen haben. Und deswegen, er ist jetzt gerade Impel Down. Er wird da beschützt von Magellan vor Attentätern, die Weltregierung zu ihm runterschicken, höchstwahrscheinlich, um ihn zu ermorden dort von innen heraus, weil er nun mal das Wissen über den Schatz von Marijoa hat. Und das ist jetzt gerade in dieser Position zu gefährlich, weil er nun mal keiner der sieben Samurai mehr ist. Er ist keiner mehr, der mit der Weltregierung zusammenarbeitet. Er ist sozusagen jetzt verfeindet mit der Weltregierung. Und dass er dann was sickern lassen kann, sozusagen über den Schatz von Marijoa, was die Weltregierung natürlich verhindern will, liegt nahe und deswegen ist es gerade interessant. Meinst du, es werden Attentäter auch wirklich runterkommen und werden ihn da vielleicht versuchen zu töten und dann wird er vielleicht aber durch diesen Vorfall befreit und Magellan schafft es nicht, die aufzuhalten? Und meinst du allgemein, er wird nochmal da rauskommen? Wird es nochmal einen Impel Down ergeben? Also in Impel Down sind allgemein vielleicht noch ganz andere wichtige Charaktere, die wir letztes Mal nicht gesehen haben, die dann noch befreit werden können. Zum anderen Bonchan. Auf jeden Fall und deswegen glaube ich auch, es wird nochmal einen Schwenker zu Impel Down geben. Ich kann mir sogar vorstellen, dass wenn man den Schwenker zu Marijoa wieder macht im Laufe der Wano Kuni-Akte, dass in dem Moment, wo auf den Schatz von Marijoa eingegangen wird, dann auch nochmal zwei, drei Seiten auf Impel Down gehen, weil wie gesagt, in Impel Down ist ja nicht nur Doflamingo, was interessant ist, sondern da sind halt einfach noch weitere Charaktere, die wichtig sind für die Story, auch Magellan und so, finde ich auch noch wichtig. Deswegen, ich glaube schon, dass man da auf jeden Fall nochmal hingeht. Ich kann es mir einfach zu gut vorstellen und auch noch kurz zu diesem ganzen Aufbau. Ich meine, der war halt auch schon damals so voll krass, weil der dann einfach auch so von Oos so diesen Fuß so mit den Fäden so weggeslidet hat und so. Und ja. der war einfach die ganze Zeit übelst brutal und auch so dieses Joker-Auftreten, weißt du, der erste richtige Akt, den man so von ihm gesehen hat, war halt einfach, wie er so sagt, ich habe die Feuerfrucht von Ace, so. Und richtig krank. Und Law versucht ihn zu erpressen und sagt so, ja, tritt von den sieben Samurai zurück und er macht einfach eine Fake News, dass er zurückgetreten ist, aber es war halt nur so eine Fake News. Das war so ein Genius-Move. Ja, ja, ultra, ultra, absolut 10 out of 10, also weißt du, deswegen Hammer. Also ich weiß nicht, so von Joker erwarte ich voll viel und deswegen glaube ich schon, dass der nochmal auf jeden Fall
einen erzählerischen Part haben wird in One Piece. Also, dass der auf jeden Fall nochmal einen kurzen Auftritt hat. Ja, und wie du es auch gesagt hast, ich glaube, es wird auch einen Schwenker geben. Es wird nicht mehr diesen typischen, nochmal Ruffy bricht den Impel Down ein Arc geben. Das glaube ich nicht, das wird Oda nicht machen, das ist zu repetitiv. Deswegen glaube ich, dass wir höchstens wahrscheinlich dann einen Schwenker kriegen, vielleicht, wo jemand anderes da einbricht oder da vielleicht einen Ausbruch anzettelt oder irgendwie sowas wieder passiert. Vielleicht kurz vor dem letzten Krieg oder sonstiges, dass wir jetzt noch ein bisschen Luft haben bis dahin. Glaube ich auch. So, lass uns mal zum nächsten kommen hier. Yeah. Und zwar, ja, warte mal, wen sag ich? Okay, ich sag erstmal, ich habe eigentlich hier einen stehen, aber das wäre jetzt, ich sag einen anderen erstmal. Und zwar habe ich Akainu. So. Jetzt fragst du dich erstmal Akainu. Wir wissen auch nicht wenig über Akainu, bin ich ganz ehrlich. Und deswegen ist eigentlich die Entwicklung noch nicht so erklärt in One Piece. Aber wir haben halt dieses eine Bild als Kind sozusagen, wo er nun mal in zerfetzten Kleidung damit so einem Dolch wahrscheinlich in irgendwelchen Gossen oder so als kleines Kind umhergelaufen ist oder so. Das zeigt schon, dass er wirklich eine ganz schlimme Kindheit hatte und wirklich von nichts kam, weil er hatte da Lumpen an, die zerfetzt waren und sowas. Man weiß nicht, wo er rauskommt. Also er hat ja auch den Hass gegenüber Piraten und so. Vielleicht wurde seine Stadt und seine Eltern oder sonstiges von Piraten ermordet und deswegen kommt dieser tiefe Hass oder irgendwie so kann ich mir das vorstellen, dass er dann alleine aufwachsen musste und eine ganz schlimme Vergangenheit hat. Und ich hoffe auch, dass wir das von, ich finde es wichtig von Antagonisten, dass wir da auch nochmal die Motive immer erklärt kriegen. Das finde ich allgemein immer in Werken wichtig, so dass man weiß, jetzt mal ein anderes Beispiel, so bei Game of Thrones und so mit dem Nachtkönig, so. Da wünsche ich mir auch noch, da will ich auf jeden Fall was richtig Krasses haben, so weißt du. Ich will immer die Motive haben von den, den Antagonisten. So bei Blackbeard und so, wir kennen seine Geschichte und so, seinen Werdegang, aber was will er jetzt eigentlich? Er will Piratenkönig werden und so. Okay, Blackbeard ist jetzt ein dummes Beispiel, aber auch, was ist damals passiert, bevor er überhaupt dieses eine Kindheitsbild und so. Deswegen habe ich bei Akainu gleich daran gedacht, er war damals so ein räudiger, so ein Gossenjunge, der in Lumpen rumlief. Und dann wissen wir nur, war er irgendwann Schwertkämpfer bei der Marine als so ein normaler 0815-Soldat. Da kennen wir auch Bilder, die kamen damals beim Film Z raus, die hat Oda exklusiv gezeichnet. Also war er da auch noch nicht höchstwahrscheinlich so stark und so und hat mit dem Schwert gekämpft, so dass es auch ein bisschen komisch ist und so. Und jetzt, wie gesagt, er ist jetzt der überkrasseste Überadmiral da bei der Marine und leitet das Ganze, was wir heute auch in der Folge wieder gesehen haben, auch wenn die viel Filler war, aber trotzdem, er ist da, der sogar disrespectet sogar Sengoku, der da noch seinen Senf reinschießen will, weißt du, irgendwie wollte er noch was sagen von der Seite und da hier, alter Sack und so, verpiss dich so, also der redet schon so, der hat richtig das Zepter da in der Hand und hat sogar sich auch mit den Gorosei so ein bisschen angelegt, also der ist auch kämpferisch richtig stark, also das, was wir bei Marineford gesehen haben, was war das, also der hat da wirklich, also mit Whitebeard nicht den Boden aufgewischt. Whitebeard war immer noch auch ultra gehandicapt und so und hat meiner Meinung nach immer noch Akainu zerstört, so, wenn man das so sagt. Aber trotzdem, wie zäh ist Akainu? Der wurde komplett mit der Faust durchtrümmert einmal von Whitebeard und ist trotzdem wieder rausgekommen und hat dann trotzdem noch Ace getötet und ist da, also ist dann trotzdem noch, wie gesagt, nee, Ace war schon tot, der ist dann, oder? Der war da schon tot und ist dann danach. Der ist trotzdem nochmal rausgekommen. Hinterher und hat Jinbei so. Jinbei durchlöchert und hat, also der Typ, dass der überhaupt noch stehen kann und so danach. Das ist richtig krass. Und Whitebeard hat höchstwahrscheinlich das auch diesen Teufelsrot-Angriff, muss er ja, mit Haki eingesetzt haben. Und das war komplett, das war richtig vernichtend und er ist trotzdem wieder aufgestanden. Das zeigt mir, dass der Kämpfer ist schon einer, wenn nicht der Stärkste ist von der ganzen Marine. Ich würde sagen, von den Marine, Kizaru und so ist natürlich auch heftig, aber ja, ich würde auch nicht sagen, dass er keine unbedingt jetzt Kusan so ultra dominiert hat, wenn die über 10 Tage gekämpft haben. Es ist ja kein klarer Sieger, aber ich würde schon sagen, er ist der Stärkste, oder? Also ich glaube schon, aus der Marine-Sicht ist er auf jeden Fall der Heftigste und also weil es auch einfach so die Position dann irgendwie rechtfertigt und ich finde auch seine Entwicklung ist halt voll krass, weil man halt, man hat ja schon gesehen, wo das Ganze hingeht, aber es wurde halt immer von Sengoku quasi unterdrückt, so weißt du, ich meine, der wollte ja schon auf Marineford so diese absolute Gerechtigkeit und wir töten alle, egal, wir verarzten nicht unsere Leute, sondern versuchen so viele Feinde wie möglich zu töten und so, aber dann, wo Sengoku gesagt hat, dass der Krieg zu Ende ist, obwohl ja Akainu noch gerne weitergekämpft hätte, hat er sich dem Willen gebeugt und hat dann nicht weitergekämpft, so weißt du. Das heißt, er hat, obwohl er schon, also er hatte schon seine eigene Linie, aber er hat sich dann immer noch untergeordnet der Position, die ihm übergestellt war. So, und jetzt, wo er halt der Großadmiral ist, wo er die, in Anführungsstrichen, höchste Position erstmal so hat, jetzt mal abgesehen von Kong natürlich, aber so in dem Sinne die höchste Position hat, die ihnen so alle Befehlsgewalt gibt, sieht man halt, dass sein Charakter so voll ausgelebt wird. Also, weil er dann auch einfach zu Kollegen sagt, wie zum Beispiel zu Green Bull, was man ja auch jetzt heute in der Folge gesehen hat, so, ja, der soll den von Mary Jo vertreiben, wenn es nicht passt, so, weißt du?
wo man ja auch einfach sieht, der schreckt jetzt vor nichts mehr zurück, der würde einen Kollegen, genau wie damals auch mit Corby und so, wenn der sich jemand in den Weg stellt, dann macht er da keinen Halt vor. Und das finde ich halt einfach so krass, weil dieser Charakter dann, also um so viel einfach zu, über Bord zu werfen, nur um seine Ziele zu erreichen, muss man halt einfach auch was Krasses erlebt haben. Ey, und was du gerade gesagt hast, also er macht wirklich von niemandem Halt. Also ich finde es, ich weiß nicht, ich finde es einer der krassen Charaktere. Man kann ihn eigentlich nur hassen so, weil er, ja ich weiß nicht, wenn man seine Kindheit oder so vielleicht nochmal sieht richtig, so vielleicht kann man dann vielleicht Sympathie irgendwo oder sein Motiv verstehen. Aber bis jetzt ist er wirklich der eiskalte Killer, der einfach da, ja, den Vorzeigeantagonist. Ja, wirklich, der Vorzeigeantagonist, finde ich. Also ich finde sogar Blackbeard sympathischer, so wirklich, bin ich ehrlich. Also, Todes. Was Sympathie angeht, also wirklich, ey. Deswegen, so mach mal deinen nächsten, so. Okay, mein nächster Charakter, man weiß auch nicht allzu viel über die Vergangenheit, aber man kann sich's relativ klar erschließen, Bartholomäus Bär. Bartholomäus Bär, finde ich, hat auch eine krasse Entwicklung hingelegt. Von einem Revolutionär, der im Flashback mit Sabo, der Canon ist, obwohl er nur im Anime war, mit Sabo trainiert hat und so einen Revolutionär war, der einen sehr, sehr starken Draht auch zu Dragon hatte. Dann jemand, der quasi vermutlich als Spion dann eingesetzt wurde, sich Vegapunks Experimenten hingegeben hat, seinen Körper hingegeben hat, aber dann immer wieder seinen eigenen Willen noch versucht hat umzusetzen, indem er dann zum Beispiel gesagt hat, ich möchte noch eine letzte Sache erfüllen, in dem Sinne die Sunny beschützen und die Sunny für die Strohhüte 2 Jahre lang beschützt, so, und dann auch absolut zerschmettert ist. So, diese ganze Entwicklung finde ich schon krass. Dann, wo er halt natürlich ein voller Cyborg ist, also PX0, und sich seinen alten Kollegen Ivankov gegenüberstellt, auch eine krasse Entwicklung. Und dann halt jetzt, finde ich, der Grund, warum ich ihn auch jetzt aufgeschrieben habe, das Ende der Entwicklung quasi, wie er jetzt einfach nur noch für die Tenryubito so ein Spielzeug ist, was man sich mieten kann und einfach so auf den absoluten Tiefpunkt angekommen ist, wo man wirklich nur hoffen, also so jeder Fan betet eigentlich dafür, dass Lindbergh die Möglichkeiten hat, PX0 irgendwie wieder so zu programmieren, dass er bei den Revos unterkommen kann, weißt du? So, also ich weiß nicht, Kuma tut einem einfach todesleid, das ist so ein Charakter, der ist eigentlich so voll krass gewesen und der hat so viel für die Strohhüte getan, so auch Zorros Charakter mit diesen, wo er ihnen den ganzen Schmerz gegeben hat, auch so prägend und auch wo er die ganzen Strohhüte verteilt hat, um sie vor Kizaru zu retten und um allen die Möglichkeit zu geben, sich 2 Jahre lang enorm weiterzuentwickeln, dann die Sunny zu beschützen und so, dieser Typ, der ist einfach... Das ist einfach der Hero der Strohhüte gewesen. Kann man ja sagen, was man will, so. Der hat die so, ey, allein Sabotische Pelle hat die gerettet, deren Leben gerettet. Wirklich, ist fucking, ist es ein Fakt, so, weißt du? Ja. Ich weiß nicht, seine Entwicklung, ich will so ein bisschen auch so in seiner Kindheit sehen, so, beziehungsweise eine Entwicklung. Wie er zu den Revos kam oder so. Ja, wie er dazu kam. Er muss ja auch irgendwas erlebt haben. Er hat immer dieses Buch und so. Und wir haben auch von Sabo gesehen auf der Reverie so ein Flashback-Gesicht von ihm, dass er immer gelächelt hat. Und Sabo meinte selber auch, dass er immer so ein freundlicher und offener Mensch war. So, also was wir noch gar nicht von ihm kennen, weil wir kennen ihn nur eigentlich als fast schon kaltblütigen Cyborg, fast wirklich. So kennen wir ihn bis jetzt nur aus der Sicht der Strohhüte. Aber Sabo kennt ihn halt auch schon länger bei den Revos und so als gutherzigen, offenen Mensch und so, der... Warum er das gemacht hat alles und so, aber man muss wirklich sagen, von der Entwicklung, der hat wirklich eine der krassesten Veränderungen gehabt, also wirklich, von einem normalen, wirklich auf der richtig Seite stehenden Typen mit einer starken Frucht, der richtig gut war, jetzt als Spielzeug, also es ist zwar jetzt keine richtig gute Veränderung, sag ich mal so, es ist eine negative Veränderung. Aber es ist Veränderung. Halt eine krasse Veränderung, so auch über hunderte von Kapiteln, so, das ist ja. Aber jetzt ist gerade spannend, weil es ist höchstwahrscheinlich der Grund, die kämpfen ja wegen Bartholomäus Bär gerade, die 4 Revos, also... Da ist ja Morley, Lindbergh, Karasu und Sabo, die 4 kämpfen gerade gegen die Green Bull und Fujitora, um Bartholomäus Bär zu retten. Deswegen, die waren ja auch unter der Erde da. Und das hat, glaube ich, Blackbeard gesagt, dass sie um Kuma kämpfen. In 925, wo wir Blackbeard gesehen haben nach dem Timescape das erste Mal, hat er gesagt, die kämpfen um Kuma, glaube ich. Ich glaube, das stand da so. Und deswegen ist es interessant, wenn sie jetzt sozusagen die Admiräle besiegen, boah, was erstmal natürlich, was eine absolute Hausnummer wäre, wenn sie wirklich die 2 Admiräle besiegen, was da mit die Stärksten sind, überhaupt bei der Reverie gerade, so. Wenn sie dann wirklich, dann sind ja nur die Tenryubito da, also die Tenryubito, wenn die geschlagen werden, kommt halt einer der Admiräle, aber wenn die schon aus dem Weg geräumt sind, dann können sie letztendlich die fucking Tenryubito da nach links und rechts prügeln, so, naja, weißt du, klar, klar. Da gibt's keinen Morgen mehr, dann können sie Kuma auch befreien.
Oh ey, also deswegen, ja, so schade, dass wir die Reverie nicht sehen, ne? Also das ist wirklich ja, sowas von überschade, Mann. Ich hoffe auch so, das Ding ist, man weiß ja eigentlich, also man weiß ja, dass Wano Kuni nach Akten aufgeteilt ist, so wie der komplette Off-Topic-Talk, aber dafür sind wir hier so. Aber Wano Kuni ist ja so ein Akte aufgeteilt und man weiß halt, okay, das nächste Chapter beendet den Akt nicht, weil man weiß, dass es jetzt gerade keinen Schnitt gibt, wo der Akt zu Ende sein könnte, der nächste. So, und deswegen weiß man auch, man weiß zu 100% im nächsten Kapitel wird es nicht zur Reverie gehen, weil man wartet, bis der Akt zu Ende ist, so. Aber, ja, man hofft trotzdem irgendwie immer so, oh, gib mir den Schwenker. Und auch selbst nach dem Akt ist nicht mal klar, dass dann die Reverie kommt, es kann da alles kommen, es kann wieder bei Perona, bei Mihawk weitergehen, es kann Impel Down gezeigt werden, es kann auch, ey, vielleicht wird gar nichts gezeigt oder, es ist eher unrealistisch, also irgendwas wird schon gezeigt. Ich wünsche mir auch, eigentlich am realistischsten ist schon die Reverie, oder nicht? Und dann sehen wir ja, was da los ist. Also das Ding ist, das ist jetzt auch schon wieder einige Tage her, also die haben jetzt schon am vierten Tag der Reverie haben die gekämpft gegen die Admirale. Und wenn wir jetzt, vergeht jetzt schon wieder ein Tag, also, boah, ich will nicht sagen, aber vielleicht ist das Ganze da schon vorbei. Das ist gerade alles offscreen, das Krasse, was da passiert. Das ist so schade. Und das ist dann ja schon vorbei, wenn wir den Akt jetzt beendet haben. Deswegen bin ich mal gespannt, wie das erklärt wird von Oda und wie er uns das weismachen will, dass wir das nicht alles gesehen haben, was da denn passiert ist. So, das wäre echt ein bisschen traurig. Aber lass uns mal weitermachen mit den nächsten Charakteren, die eine krasse Entwicklung gezeigt hat. Also Kuma auf jeden Fall, ja, kann ich unterschreiben. Jetzt jemand... Hattest du den? Nee, ne? Nee, hatte ich nicht. Ich habe Rob Lucky noch, den hast du schon auch, ne? Nee, hab ich nicht. Hast du nicht? Krass, Alter, krass. Hammer. Rob Lucky. Nee, Rob Lucky ist auf jeden Fall, den muss man auf jeden Fall, also krasse Entwicklung, erstmal von dem, wie er überhaupt zu CP9 gekommen ist, da kennen wir das Flashback, wie er da die ganzen da in dem Haus da alle niedergeschlachtet hat und am Anfang da, weißt du, wo er da stand noch alleine. 800 Leichen oder so waren das. 800 glaube ich auch, ja, 800 Leichen und da stand er alleine drauf, hat die alle niedergestochen da oder getötet sogar, ist richtig, richtig, richtig krass auf jeden Fall, das war schon heftig, wie er sich zu CP9 gemausert hat. Aber dann, was viele nicht wissen, die Cover-Story, dass er danach von der Weltregierung gejagt wurde, nachdem er gegen Ruffy verloren hat, wurde er vom Gejagten am Ende zum Jäger und hat dann, glaube ich, Spandime, den Vater von Spandame oder so, dann noch verprügelt oder so, der ihn ja gejagt hat eigentlich und so, aber wurde dann vom Jäger, vom Gejagten zum Jäger und ist dann jetzt letztendlich in der noch höheren Position als wie von der CP9. Also er ist in der CP0 und da sogar der Anführer, also sieht er so aus, er ist ja der Anführer oder nicht? Also wie krass ist das bitteschön? Also er ist erstmal von einer unteren Instanz gekommen, hat dort verloren, wurde gejagt, also wirklich, die wollten ihn töten so, weil er verloren oder versagt hat und dann geflüchtet ist und dann haben die sich mehr oder weniger eine Cover-Story noch, haben die CP9-Mitglieder haben sich alle Geld verdient, um zur Genesung von Rob Lucky beizutragen, um die Arztkosten zu decken und dann haben sie ihn letztendlich irgendwie gesund gekriegt und was dann passiert ist, steht in den Sternen, das wissen wir nicht. Wir wissen dann nur wiederum, dass er aufgetreten ist als Anführer der CP0. Wie hat er das geschafft, wieder bei der Weltregierung da Fuß zu fassen und dann gleich noch höher? Also das finde ich auch ein bisschen fragwürdig. Also er hat da verkackt und so, das ist ja, haben das passiert nun mal. Haben wir auch schon mal, haben wir auch schon mal angesprochen, Podcast drüber gesprochen, glaube ich. Halt, dass die Möglichkeit ja gegeben ist, dass er halt ersetzt wurde, also dass er halt gejagt wurde, aber dann seine Jäger besiegt hat und sich so weiterentwickelt hat, dass er sagt, so egal wen ihr schickt, ich besiege die Leute einfach und er sich dadurch halt seine Stellung so ein bisschen zurückerkämpft hat. Auch kurze Info, 500 Geisel waren es, bevor ich hier wieder Kommentare lese. 800, ja, ich weiß aber auch nicht mehr aus dem Stegreif. Ja, ich habe 500, ich habe es gerade noch nachgeschaut. Also er ist halt ein übelstes Biest und er hat halt eine volle Entwicklung hingelegt und man muss ja auch einfach sagen, durch Ruffy ist halt einfach diese Entwicklung zustande gekommen, weil die CP9-Stellung war halt so, also auch Enies Lobby an sich ist ja so ein unantastbares Ding gewesen, was halt einfach nicht angekratzt wurde. Also ich sag mal, die CP9 war ja makellos, die hatten ja keine gescheiterten Missionen oder so, wofür die mal rangezogen wurden. Und und dann haben die halt so eine totale Niederlage bekommen, die halt so schlussendlich in einer absoluten Zerstörung geendet ist. So, deswegen so von 100 auf 0 wieder gebremst zu werden und dann sich halt wieder zurückzukämpfen und dann als noch krassere Position wieder zurückzukommen, finde ich, untermalt halt einfach auch diese Entwicklung enorm krass. Und bei denen, also ich sehe halt schon das Full-Body-Rüstungshaki und dann halt Leopard. Ne? Leopard ist ja auch nur irgendwie so ein Gendefekt bei den Tieren. Also das ist ja die Leopardenfrucht, die er hat. Und wenn die einen Gendefekt haben, ist das ein Jaguar so. Und dann sind die ja komplett schwarz. So, und deswegen Full-Body-Rüstungshaki wird kommen. Und dann ist er ein Jaguar. Safe. Habe ich auch schon mal in einem Video erwähnt, es kommt safe. Ey, es gibt auch Fanarts oder beziehungsweise so Thumbnails und so, wo die ihn so Sports gemacht haben. Also ich weiß auch nicht.
Ich finde den Charakter einfach geil. Ich finde es aber trotzdem fragwürdig, weil er wurde gejagt so von seinen. Und dass er dann, ich weiß nicht, wieder zurück angekrochen kommt. Ich weiß, man ist doch dann auch so ein bisschen so. Alter, man hat verkackt, okay, das ist menschlich so, dass man mal verliert. Er war eh fast am Sterben durch die Niederlage von Ruffy. Also, das erfährt man alles in der Cover-Story. Und dass er dann trotzdem, okay, die Jäger dann besiegt, beziehungsweise die ihn töten wollten von der Weltregierung, dass er die dann besiegt, okay. Aber dass er dann noch wieder bei der Weltregierung ist, ich weiß nicht, ist. Boah, ja, vielleicht das, um sich selbst zu beweisen oder so. Ja, das kann sein, aber es ist eigentlich dann der falsche Weg, finde ich, so als Charakter, wenn man da. Aber das zeigt ja auch die Entwicklung. Also da sieht man auch, dass seine Entwicklung noch nicht abgeschlossen ist. Da muss man halt mal gucken, wenn man jetzt wirklich mal mehr von ihm sieht oder mehr von dem Charakter, weil man hat ihn halt immer nur so ganz, ganz kurz gesehen. Ja, das stimmt. Deswegen, aber ich wollte ihn mit reinnehmen. Erstmal, wir kennen ja auch so seine Story von damals und so und jetzt gerade noch die Entwicklung von jetzt gerade. Ja, wo wird er? Er ist ja auch bei der Reverie gerade. Das ist auch interessant. Wir wissen aber nichts von ihm. So, er kämpft da nicht. Er war da nur einmal ganz kurz, ne? Wo er mit Eki, da haben wir Eki auch das erste Mal revealed bekommen, dass er auch da ist und so. Natürlich könnte man ihn auch nennen als Charakter, der Entwicklung gezeigt hat und so, dass er jetzt auch da ist. Aber er ist, glaube ich, einfach nur Rob Lucky treu. Ja, aber ich denke, das reicht zu Rob Lucky, oder? Ja, genau. Also, ja, viel mehr kann man noch dazu nicht sagen. Nächste Charakter, kann nicht gut sein, dass du den hast, weil für mich so der Klassiker, Smoker. Hast du, oh, Junge, beste Smoker-Hammer, 10 out of 10. Also so finde ich der, damals der White Hunter, der ja quasi bekannt dafür war, dass Piraten, die Richtung Grand Line quasi sich so aufgemacht haben, dass die halt alle vom White Hunter abgefangen wurden und aufs Brutalste quasi vernichtet wurden. Und auch hier mal ein Zitat von damals, wo er auch gesagt hat, so nach den Vorfällen in der Enies Lobby werden sich alle Piraten auf der Welt die Strohbande als Vorbild nehmen und bei meinem Stolz, ich werde sie in der neuen Welt aufspüren und vernichten. Zeigt ja auch, wie krass eigentlich der Charakter ist. Aber dann auf der anderen Seite hat man einen Smoker, der total grimmig wirkt, aber zum Beispiel dieses Kind, wo er dieses Eis da, weißt du? Ja, ja, wo das Eis so auf den Boden gefallen ist und man dann auch so dachte, Alter, das arme Kind so, weißt du, ja, und das Kind auch so Schiss hatte und er streichelt das dann einfach so und ist so voll liebreizend irgendwie oder auch zum Beispiel auf Punk Hazard, wie man dann einfach sieht, dass die G5, die einfach so, ja, wo man auch so denkt, die folgen ihm nur, weil er so grimmig ist und er ist so voll der knallharte Boss, aber die alle so um ihn geheult haben, als er von Doflamingo fertig gemacht wurde und er sich für seine Kameraden, ich meine, er hat ja den Rauch vor seinen Kameraden verstreut, damit er getroffen wird, so, weißt du? Und das ist, zeigt halt einfach, wie er sich entwickelt hat, von so einem eiskalten Typen zu so jemand, der sich, ja, der einfach irgendwie so versucht, den richtigen Weg einzuschlagen und schlussendlich sich ja auch überreden lassen hat, mehr oder weniger, die kranken Kinder oder zumindest die Experimente von Punk Hazard mitzunehmen zu Vegapunk. Und ich meine, das gibt ihn ja keinen Karriereboost, so, weißt du? Er macht die lange Reise zu Vegapunk und weiß, dass er keinen Reward dafür bekommt. Er wird nicht dadurch den Admiralsposten näher kommen, aber er macht es, weil es für ihn das Richtige ist oder weil es allgemein auch das Richtige ist, das zu tun. Und das ist für mich eine sehr, sehr krasse Entwicklung. Ich hatte damals, als das gerade im Manga oder im Anime war, mit Punk Hazard und so, da habe ich mir, damals war ich auch so ein Fan von Smoker, war eine Figur von ihm gekauft, so. Aber ich finde Smoker auch richtig, richtig geil. Natürlich, Leute, das muss man jetzt auch wieder erwähnen, hat einen nun mal gut aufs Maul bekommen in der neuen Welt bis jetzt. Das muss man sagen, das ist natürlich kampftechnisch und so, ist ja nicht mehr das Gelbe vom Ei. Vielleicht wird er nochmal das Gelbe vom Ei, wenn er seine Frucht erweckt oder so. Und wenn er, also dann ist das wahrscheinlich Vegapunk richtig krass. Neue Erfindung. Ja, das Ding ist, ich finde es so interessant, dass er bei Vegapunk jetzt war. Und wenn wir ihn das nächste Mal sehen, war er bei Vegapunk. Wahrscheinlich kannte er ihn auch schon vorher, aber Alter, ich bin gespannt, ob er darüber berichten wird oder sonstiges, ob wir. Aber die sind ja eigentlich immer noch Feinde, so, ne? Das muss man auch immer wieder bedenken. Die sind Feinde. Ich weiß nicht, ey. Ich würde es mir so wünschen, dass wir mit Vegapunk oder so, weißt du, Vegapunk wird immer nur in den Raum geschmissen, auch mit dem Vater von Sanji und so mit Judge und so, der hat damals mit ihm zusammengearbeitet. Und dass er jetzt, also dass Smoker dahin geht, jetzt offscreen zu Vegapunk und so, das hat mir auch einen Stich ins Herz, weißt du, so fucking Vegapunk, man will ihn so gern sehen. Aber auch auf jeden Fall, er war ja auch damals nur, ich glaube, Captain oder so und ist jetzt Vizeadmiral, also selbst rangtechnisch und so, hat er eine Entwicklung gemacht, deswegen, ja, das kann man nicht abstreiten, dass der, ja, Progression zeigt in One Piece da. So, und ich fand auch, ich weiß nicht. Ich finde auch eigentlich so sein Charakterdesign, so wie er aussieht nach dem Timeskip so mit diesen Haaren so zurück und er sieht einfach richtig fresh aus, richtig geil und ich finde auch dass er eine Logia-Frucht hat. Er war der erste, war er der erste Logia-Nutzer? Ja, er war der allererste Logia-Nutzer, ne? Noch vor Sir Crocodile. Ja, also den man gesehen hat auf jeden Fall. Das ist schon heftig. Also der Typ war einfach heftig. Natürlich vor dem Timeskip im alten One Piece war das der absolute
Also vor dem musste Ruffy richtig Angst haben, ich weiß noch so. Also es war auf Logtown natürlich die größte Gefahr und dann noch auf Alabasta und so war das richtig Ruffy hat ja auch schon ein paar Mal quasi gegen ihn verloren. Einmal hat Dragon ihn gerettet und dann auf Marineford hatte Ruffy auch keine Chance, aber Boa Hancock hat ja dann Ruffy da quasi gerettet. So, das heißt, er ist eigentlich krass so und auch seine Jitte ist ja auch übelst das heftige Tool, deswegen, also ich... Ja, mit einer Seesteinspitze, ne, das ist so klug, genau, ey. Genau, genau, deswegen, also... Alle Leute hoffen eigentlich ja, dass mal, wenn ein fetter Timeskip kommt, Smoker den Admiralsposten hat. Also wenn dann Corby so einen Admiralsposten hat und Smoker, weil man halt auch einfach, weil man halt jetzt weiß, dass Smoker sich in die richtige Richtung entwickelt hat. So der Smoker, den man damals kannte, da hätte man vielleicht gesagt, so ja, okay, ist vielleicht nicht so das Richtige, um wirklich die Gerechtigkeit am Ende von One Piece, wird ja die Welt, sage ich mal, gerecht sein. Also das ist halt so, weißt du, dass halt so alles irgendwie so ein ungefähr ausgeglichen ist und die Marine halt nicht so ein Dreckshaufen ist, wie es jetzt ist. Und Smoker ist halt jetzt einfach so ein Charakter, der wirklich auch so eine Veränderung herbeiführen kann. Weißt du? Ja, also das Ding ist, es muss halt wirklich Power-Up-technisch, kampftechnisch, da muss auf jeden Fall, da muss sowas von was passieren, sonst reicht es nicht. Also ich wünsche ihn mir auch als Admiralsposten oder eigentlich wünsche ich ihn mir eher mit Fujitora und mit Corby und mit den richtigen Leuten, dass die sich abspalten von der korrupten Marine, die sich da mit den, weißt du, dass die gute Marine sozusagen, dass der dann auch dabei im Boot ist, aber das würde eh sein, weil ich sag mal so, er ist für uns einer der sympathischen Marineleute so. Natürlich, es gibt so ein paar Marineleute, die man so sympathisch findet als One Piece-Fan, die auch sympathisch sein sollen. Und er ist jetzt auch einer so, aber er hat sich dazu auch erst entwickelt. So. Weißt, am Anfang war er wirklich jemand, den man so nicht mochte, so, weil es immer Gefahr war für Ruffy und so und halt immer Stress. Und, aber jetzt ist es ein Charakter, den man... Also ich feiere ihn richtig, wenn er auftaucht, so weißt du. Total, total. So, dann mache ich mal weiter mit einem Charakter... Ja, okay, ich sag ihn. Ich sag Sabo. Sabo, hast du auch noch? Nee, aber ich. Hast du nicht, ja, okay. Hab ich nicht. Nee, hab aber ich du nicht. Hast noch einen, ne, oder? Ich hab noch zwei. Noch zwei, okay. Ja, ich habe auch noch jetzt nach Sabo noch zwei. Auf jeden Fall, Sabo. Muss man viel über ihn reden. Also, Leute, ihr wisst damals, Ruffy und so, Flashback. Dann hat er sich wirklich vom Nichts, vom totgeglaubten Kind bei der Revolutionsarmee als Zweiter unter Dragon hochgearbeitet. Wahrscheinlich, weil er so stark ist. Also das ist allein das Heftigste. Ich habe es vorhin auch schon mal, vorhin hatte ich noch einen Livestream, für alle, die es interessiert, hatte ich das erwähnt, dass das eigentlich ein bisschen, ich finde es ein bisschen komisch, ganz ehrlich. Ich finde die Revolutionsarmee noch so richtig komisch. Und warum ich sie komisch finde, kann ich euch erklären. Und zwar, weil Sabo ist der Zweite. Das bedeutet ja eigentlich, dass er auch der Zweitstärkste ist. So theoretisch müsste er es sein, weil er hat es als Stabschef direkt unter Dragon. So. Hat aber nur 602 Millionen Berry Kopfgeld, was erstmal übertrieben wenig ist. Das ist fucking viel zu wenig. Es ist lächerlich. Er müsste das dreifach haben. Also 1,8 so ist meiner Meinung nach das Minimum. Also er müsste mehr als Ruffy haben, weil er nun mal der Zweite ist von der Fraktion, die Weltregierung stürzen will, was eigentlich für die Weltregierung das Gefährlichste ist. Und deswegen müssen sie theoretisch, wenn es um den Gefährlichkeitsfaktor geht, und das sind ja die Kopfgelder, müssen sie eigentlich das Höchste haben. Und deswegen Sabo mit 602 ist eigentlich viel zu wenig, aber trotzdem ist er der Zweite der Revolutionsarmee. Und ja, also zu seiner Entwicklung, wir haben das gesehen, Episodes of Sabo und auch noch so ein bisschen von Erzählung halt. Er hat damals da trainiert mit Ivankov, Dragon und Kuma und ja, beherrscht halt diese Drachenangriffe und hat jetzt noch die Feuer, das ist natürlich auch extremer. Das ist ein extremer Werdegang, den wir miterlebt haben und ich glaube, da ist noch lange nicht Schluss. Ich glaube, wir sehen noch viel mehr von ihm. Aber trotzdem muss man sagen, ich finde das alles ein bisschen komisch. Theoretisch müssten dann ja Bello Betty und die anderen, die müssten ja weniger Kopfgeld noch als er haben, eigentlich, wenn er rangtechnisch so. Ich weiß es nicht. Sabo ist auch ein bisschen jung, ist vielleicht erstmal im Verdeckten geblieben und sowas, ist jetzt als Zweiter aufgestiegen, aber ist noch nicht so bekannt in der Welt und so. Die kennen ihn zwar schon und vielleicht sind die anderen schon länger da und bekannter, deswegen haben die doch höheres Kopfgeld als er, aber theoretisch, nach der Logik und nach den Gesetzen von One Piece, müsste er das höheres Kopfgeld haben als die anderen Kommandanten, die wir gesehen haben. Und das, ich weiß nicht. Wie findest du das? Also, man muss ja auch dazu sagen, er war ja schon der Zweite der Revos, bevor er die Feuerfrucht gegessen hat. So, das heißt, er hat ja nochmal ein krasses Power-Up bekommen. Aber wir haben halt auch gesehen, wie talentiert er ist, auch da nochmal kurz auf die Entwicklung. So, als richtig junger Bursche hatte der schon Haki drauf und so und hat schon alle Techniken so derart gemeistert. Aber, also, weil sein Kopfgeld so niedrig ist und weil wir das Kopfgeld der anderen auch noch nicht kennen, kann ich mir gut vorstellen, dass angenommen, also rein hypothetisch, wir gehen mal davon aus, dass nicht die Admirale und auch nicht die Revos derart besiegt werden, dass jetzt zum Beispiel die Revos nach Impel Down kommen oder die Admirale tot sind oder so, sondern
man davon ausgeht, die haben irgendwie Kuma eingesackt und hauen wieder ab, so, weißt du? So, und ja, gehen dann wieder getrennte Wege, dass dann offenbart wird, dass die Kopfgelder der Kommandanten und dass dann offenbart wird das neue Kopfgeld von Sabo, weil ja das Kopfgeld von Sabo, diese 602 Millionen, die waren ja zum Zeitpunkt von Dressrosa, aber dann ist ja auf Dressrosa Sabo nochmal gegen Fujitora angetreten mit der Feuerfrucht, so. Deswegen, ich kann mir gut vorstellen, dass man dann halt wirklich so die Kopfgelder der Kommandanten zeigt und dann einfach Sabo sagt, okay, hier 1,3 Milliarden oder so als Beispiel und das dann damit wieder in die richtige Richtung lenkt. Also, ey, das Ding ist, nach den Vorfallen, die kämpfen jetzt gerade wirklich gegen Admirale auf der Reverie, auf der Königssitzung. Also, ja, das ist das Heikelste, das Krasseste. Weil, und das alleine, krasseste, dass die Revos schon, was man machen kann. Ja, ja, und sie sind ja schon im Heiligen Land, Mary Jo. Sie sind da schon bei der Weltregierung, gerade vor Ort als Gegenfraktion. Also, wenn sie danach, wenn Sabo danach nicht sein Kopfgeld verdreifacht, es ist ja viel krasser und relevanter und heftiger eigentlich als das, was Ruffy da bei Big Mom gemacht hat, auch wie es in der Zeitung stand. Selbst wenn es nicht so war, als wie es in der Zeitung stand, ist es immer noch viel, also ist es viel krasser. Da muss das Kopfgeld mindestens über eine Milliarde kommen, auf jeden Fall. Ja, das, also das ist Minimum. So. Ja. Also, es wäre auch geil, wenn er ein höheres als Ruffy hat, so. Ich weiß nicht, würde ich irgendwie feiern. Ja, wenn so, das so, ich glaube eher so das Gleiche von Ruffy so irgendwie so, weißt du, dass die dann wirklich so gleich ziehen. Oder man macht es halt so wie bei Ace und Ruffy, so 500 Millionen und 550 Millionen, dann hatte noch Ace so einen kleinen Vorsprung dann gehabt, quasi, obwohl er dann schon tot war. Aber ja, ja, Sabo kann man nicht mehr so viel dazu sagen, weil es halt eine relativ klare Linie, der er verfolgt, da muss man mal gucken, wie er sich da noch entwickelt, würde ich sagen. Ja, finde ich auch. So, nächster Charakter, ich denke mal, du hast ihn, weil du eben schon das Gegenstück dazu hattest, Kuzan. Ey, nee, hab ich nicht. Hab ich nicht. Digga, kann ja nicht sein. Ey, wir haben uns nicht abgesprochen, kann, Leute. Also. Kann ja nicht sein. So, also auf jeden Fall, Kuzan ist eigentlich dasselbe, was du hattest, aber ich finde bei ihnen sogar die Entwicklung noch mal krasser wie bei Akainu, weil wir haben hier einen Charakter, der schon ganz am Anfang von One Piece da war. Ich meine, schon im Flashback von Nico Robin war der Typ da und hat dann, also da sieht man halt auch, wie sich das Ganze entwickelt hat. Es gab einen Buster Call, da sind 1000 unschuldige Menschen getötet worden und er hat auch eine unschuldige Person da quasi grausam getötet, und zwar Hagen Tisauro, hat er ja da quasi auf grausame Weise eingefroren und halt getötet. Und da in diesem Arc, also in diesem ganz, ganz kleinen Abschnitt, gab schon die Charakterentwicklung, weil er hat es da schon bereut und hat dann Nico Robin zur Flucht verholfen. Auf der anderen Seite muss man ja auch sagen, dass er relativ ehrenhaft dann weitergemacht hat, weil er hat ja zum Beispiel gegen die Strohhüte gekämpft, er hat die Strohhüte auch besiegt, aber er hat bewusst, weil Ruffy sich ihn alleine entgegengestellt hat, um Ruffy die Ehre zu erweisen für den Mut, den er aufbringt, hat er Ruffy halt, also hat er die Kameraden von Ruffy nicht verfolgt, nachdem er Ruffy eingefroren hatte, so. Das heißt, dahingehend halt einfach unnormal krass, und das, was so diese ganze Entwicklung abgeschlossen hat, ist, wie konsequent er auch seinen richtigen Weg, weil er halt aus den Fehlern von Ohara gelernt hat, die er da gemacht hat, wie konsequent er das auch umsetzt, denn nachdem er den Kampf gegen Akainu verloren hat und Akainu Großadmiral wurde, hat er die Marine einfach straight verlassen, um diesen Weg weiterzugehen. Die Frage ist halt, wenn ein Charakter, der so korrekt ist, der ja auch beispielsweise noch einen Smoker und so gerettet hat, weil es halt ein Freund für ihn ist, wenn ein Charakter so korrekt ist, warum geht er zu Blackbeard? Ich meine, Blackbeard ist halt straight kein Charakter, der für gute Sachen steht. So, deswegen, das ist halt ein bisschen tricky. Aber die Entwicklung finde ich halt einfach krass. Finde ich auch. Also der hat wirklich bis jetzt wirklich auch Wendungen gezeigt, dass er jetzt komplett die komplette Fraktion gewechselt hat. Das haben wir selten in One Piece. Oder wann hatten wir das schon mal, dass wirklich jemand komplett der Marine austritt? Hatten wir das schon mal? Ich überlege gerade so. Das ist echt also gut, eine krasse kompletten Wendung. Also Fraktionswechsel nur so von Kuma oder so vielleicht. Ja, okay, könnte man aber sagen. Ja, stimmt schon. Aber er ist jetzt mehr oder weniger, ich finde es interessant, was er jetzt gerade macht, so, weißt du, ist er jetzt gerade auf geheime Mission, was macht er und warum wollte er oder beziehungsweise warum hat er mit Blackbeard kooperiert, welchen Nutzen hat er daraus gezogen und was hat er Blackbeard gegeben dafür im Gegenzug? Ich weiß nicht, ich finde es ziemlich interessant, dass er, also wir haben natürlich jetzt schon was gesehen von ihm, so wie er sich gezeigt hat, und er ist ja auch eigentlich einer von den Guten, muss man auch sagen. So, ja, ne? Also auf jeden Fall. So wie wir ihn kennengelernt haben, ist er einer von den Guten. Ich bin gespannt, wie er nach dem Timeskip jetzt so auf die Strohhüte wirkt. Wir haben es ja bei Film Z, das war ja nicht kennen. Wir haben ihn ja auch einmal gesehen bei Punk Hazard am Ende, aber halt noch nie so richtig. So, was ist jetzt, was macht er so, weißt du? Und dann
den könnte man, das ist einer der mysteriösesten Personen so eigentlich, ne? Eigentlich könnte man darüber auch nochmal einen Podcast machen, die mysteriösesten Personen, wo wir, deren Schicksal unbestimmt ist, so. Das ist auch einer davon auf jeden Fall und halt Bartholomew Bär auch und so. Es gibt halt viele Charaktere und das ist halt einer der mysteriösesten, so, was der jetzt gerade macht. Der weiß halt auch alles, so, ne? Ich kann mir vorstellen, der weiß alles über dieses verlorene Jahrhundert und so, wenn er so lange bei der Marine war, dort an der Quelle war, dass der auch alles weiß, so, ne? Ja, vor allen Dingen, er wurde ja auch von Sengoku vorgeschlagen als Großadmiral. Das heißt, der Typ, der hat überall eigentlich alles erreicht, so, weißt du, der ist so, ich meine, der stand auch Whitebeard und so gegenüber. Der Typ, der hat eigentlich nichts, was er nicht erlebt hat, so, und dann noch mit dem Buster Call und alles, so, der, also. Vor allen Dingen, weil er auch überall hin Connections hat. Er hat eine Connection zu Blackbeard, so. Er hat eine Connection zu der Marine, weil er immer noch dicke ist, zum Beispiel mit Smoker und so. Und auch ein Sengoku, der, also, weißt du, das heißt, der hat überall so seinen Draht hin, dass er da noch relativ cool wegkommt. Was ich halt einfach krass fände, wenn er sich jetzt nochmal irgendwie einmischt mit den Blackbeard-Piraten. Wir haben zwar die Aussage von Akainu bekommen, dass das nicht mehr das Business von denen ist, von der Weltregierung, aber angenommen, er würde jetzt in Aktion treten für Blackbeard, wenn Kusa ein Kopfgeld hätte. Ey, so ein Marineadmiral, der ist einfach der so hart, quasi vom Weg abgedriftet ist, dass er einfach ein Kopfgeld hat. Wie Hammer wäre das, wenn du einfach so ein Panel aufschlägst und da steht dann einfach so, Kusan quasi, ne? Also so Aoyokiji Kusan so mäßig. Ja. Und dann halt so ein Kopfgeld von so 1,8 Milliarden Berry oder so. Boah, Hammer. Ey, ich würde es mir so wünschen, wie krass total wäre der Reveal, wenn er bei der Reverie sich als Revo noch, oder dich den Revos anschließt. Ja, das war die gängigste. Lass mal darüber kurz reden. Ja. Für mich war das immer der Dream. Weil jemand, der die Marine verlässt, weil er sich nicht mehr mit dem Weg decken kann, ist ja quasi jemand, der das Ganze revolutionieren möchte. Deswegen die Theorien mit um Kusan und um Revo, ich habe die mal todesgefeiert. Also ich fand den Gedanken immer Hammer. Deswegen fand ich den Blackbeard-Move ein bisschen, also das war halt ultra interessant und das flasht mich auch immer noch. Aber ich habe mir immer so innerlich immer gewünscht, dass er so ein Revo wird, weil der halt auch das Power-Up für die Revos wäre, weißt du? Also ich habe heute auch ein Video über die Kommandanten gemacht, dass die halt auch alle saustark sind, aber der wäre ja halt nochmal so ein richtiges Powerhouse gewesen, so, weißt du? Ja, also ey, wenn der, das wäre eine richtige Bereicherung, also übertriebene total. Bereicherung für die Revos. Also, auch vom Wissen. Wenn er, ich habe ja schon immer gedacht, und es gab ja auch die Theorie, dass er so doppelagentmäßig ist, weißt du? So, das wäre natürlich auch geil so, aber das wäre schon. Na, ich weiß nicht. Das würde zwar auch passen zu ihm, aber ich weiß nicht, ich würde es mir auch wünschen, dass er jetzt einfach wechselt, so. Das wäre richtig geil. Dass er vielleicht noch ein paar Sachen erledigt und so, aber dann auch erkennt, letztendlich ist die Revolutionsarmee und der Sturz der Weltregierung das Richtige, so, auch nach seiner Ansicht, so. Und ich glaube, er ist ein Typ, der das auch später checken würde und dann auch sich der richtigen Fraktion anschließen würde. So, ich mache jetzt mal weiter mit meinem Charakter. Und zwar, ein Charakter, ach, ich sag's einfach Shanks, Leute, Shanks, hat eine Entwicklung hingelegt. Ist es dein letzter Charakter? Nein. Alter, wir haben alles unterschiedlich. Unglaublich, wir haben es nicht abgesprochen, es sind wirklich unterschiedliche Charaktere, es ist einfach nur Zufall und es ist geil. Weil, wenn man über Charaktere, die eine krasse Entwicklung gezeigt haben, ich weiß nicht, es gibt ja viele Charaktere in One Piece, die Entwicklung gezeigt haben. Ich dachte, es gibt nicht viele Charaktere und jetzt kommen wir so mit ziemlich schön unterschiedlichen. Moinsen. Ja. Aber Shanks ist halt auch, Shanks haben wir damals gesehen vom Niemand. Er ist mit 11 Jahren Roger beigetreten, als Schiffsjunge da, als Putzlümmel da, der das Deck schrubbt, weißt du, und hat dann den Strohhut bekommen. Und ist leider jetzt ganz oben. Ist jetzt einer der Kaiser, einflussreichster Piraten mit dem höchsten Kopfgeld von allen Piraten zurzeit. Das haben wir in Vivrecard erfahren. Die Übersetzung dort vom Japanischen ins Englische ist noch ein bisschen holprig, aber so wie es aussieht, gerade von der Übersetzung, sieht es so aus, dass er wirklich der mit dem höchsten Kopfgeld in One Piece ist, als Pirat natürlich, also Dragon Ball ausgeschlossen. Leute, ganz ehrlich, bei Shanks, ihr wisst alle, wie krass der ist, ihr wisst alle, wo der herkommt, also von nichts, also von einem Schiffsjungen und so, und ich brauche eigentlich nicht viel sagen, so, und was der noch zeigen wird, er hat die Connection zu der Gorosei und so, also, das fände ich der krass, Typ ist krass, also, ja, über den braucht man wirklich jetzt hier, also, den kennt ja jeder. Aber gerade auch das nochmal ganz kurz vielleicht, einfach so diese Entwicklung, halt, wie gesagt, von so einem Schiffsjungen, der dann einfach ist, in Anführungsstrichen ein paar Jahre, aber halt ein paar Jahre später einfach dazu in der Lage ist, auf Mary Jo ins Heilige Land mal kurz ins Konferenzzimmer der 5 Weisen zu steppen. Ja. Alleine. Ey, jemand, der es so weit gebracht hat, ne? Du bist einfach ein Pirat, du bist Kaiser, so, und bist
höchstwahrscheinlich kein Teufelzuchtnutzer, also eigentlich das größte Stärke-Tool, was es in One Piece gibt, und bist trotzdem so ein Powerhouse, dass du das höchste Kopfgeld der Piraten hast und einfach bei den Gorosei reinsteppst, wenn es dir gerade passt, und einfach so ein Thema ansprechen kannst, was du dir aussuchst, so, weißt du? Das ist, hey, ist krass. Also der Typ, der hat es wirklich von ganz unten nach ganz oben geschafft. Hammerentwicklung auf jeden Fall. Alter, und dann kann er noch mit einer Hand noch den Himmel spalten, weißt du, mit Whitebeard. Yeah, also, yeah, genau, also der so. Typ, das ist einfach krank, Leute, deswegen Shanks so. Und jetzt will ich mal, jetzt bin ich gespannt, dein letzter Charakter. Und wie gesagt, Leute, ihr müsst auch wissen, jetzt ganz am Ende, gut, dass wir das erwähnen, ganz am Ende, jetzt nach fast einer Stunde hier gefühlt, dass wir die Strohhüte rausgenommen haben. Ja, ja, auf jeden Fall. Ja, klar, weil bei jeder Strohhut hat sich halt einfach krass entwickelt. Der letzte Charakter war mal ein Strohhut-Kandidat, kann ich mal so sagen. Also, wo man so immer gedacht hat, dass er ein Strohhut wird. Und warte. Zwar, sag an, was glaubst du? Fängt er mit B an? Ja, ja. Und mit Alamy auf? Mit Alamy. Bellamy, ja, auf jeden Fall. Bellamy muss ich reinnehmen. Ich hab eigentlich, also als ich die Namen rausgeschrieben habe, hatte ich Doflamingo. Dann habe ich halt so eine, also dann war ich halt bei Doflamingo so auf dem Dressrosa-Universum. Ja, ja, genau, im Dressrosa-Universum. Und dann sehe ich da ein Bild von Bellamy und dachte mir, man, that's it, so, weißt du, weil Bellamy ist halt einfach, der hatte halt einfach schon so ein krasses Statement, weil es halt so um Träume und um Ziele geht und um utopischen Kram in One Piece, beispielsweise halt, weil Ruffy in den Himmel wollte, so, also auf Skype ja dann, und dann halt einfach Bellamy ist, der dann halt so sagt, was redest du für einen Unsinn und was diese Legende, das ist alles Quatsch, und das erzählt er, während er da so seinen Angriff vorbereitet, und dann ist halt symbolisch zerschmettert Ruffy nicht nur Bellamy, er hat ihn halt wirklich zerschmettert, aber er zerschmettert auch so die Ideologie, die Bellamy vertritt, so, und schlägt ihn da einfach zu Boden, und dann hat man Bellamy, der sich halt wieder so auf dem falschen Pfad begibt, sich quasi Doflamingo irgendwo anschließt, aber dann halt auch merkt, dass Doflamingo ihn halt komplett ausgenutzt hat, und für mich einer der krassesten Stellen überhaupt von Ruffy, wo Ruffy gegen Bellamy kämpft, nicht kämpfen möchte, aber gezwungen ist, Bellamy wieder niederzuschlagen, so, weißt du? Und ja, dann diese schreit er so. Ja, ja, diese Reaktion, die auch schon für 100 Thumbnails genommen wurde. Ja, das ist echt. Ja, also diese Reaktion und dann halt einfach so diese Entwicklung von Bellamy, weißt du, weil Bellamy jetzt einfach wirklich so ein Charakter ist, der sich aus dem Business zurückgezogen hat, und ich glaube wirklich, die Geschichte rund um Bellamy ist abgeschlossen, weil sofern er halt nicht, also da er sich nicht den Strohhüten angeschlossen hat, ist jetzt quasi sein Strang wirklich zu Ende, aber er hat eine krasse Entwicklung hingelegt und ist halt jetzt einfach so das komplette Gegenteil von den, also vom Start bis zum Ende seiner Reise hat er einfach eine 180-Grad-Drehung gemacht. Ja, auf jeden Fall, Bellamys ist echt jemand, der in der Entwicklung auch von seinen, sag ich mal, Motiven her, so, weißt du, dass er komplett jetzt auch Verbündeter von Ruffy ist, so, also er war komplett 180-Grad-Drehung, so, auch von seinem Wesen her, sag ich mal, so, dass er auch jetzt so ruhig ist und da Flaggen malt in der Cover-Story, die auch Canon ist, hat er sich zurückgesetzt, jetzt aktuell das Letzte, was wir von ihm gesehen haben, und zeichnet dort Jolly Rogers, also Piratenflaggen, richtig, so, warum er die zeichnet, beziehungsweise werden die verkauft, oder wofür ist das, also, ich weiß nicht, wann werden die benutzt, so, und wir haben auch gesehen, dass er da die Piratenflaggen zeichnet, die haben auch Shanks Piratenflagge gezeichnet, also da war auch das von den Shanks, von den Rota-Piraten. Keine Ahnung, aber der wird höchstwahrscheinlich noch auftreten, der gehört zu den 5600-Mann-Allianz, der wird kommen, wenn irgendwie die Hütte brennt oder im letzten Krieg spätestens, und da werden wir nochmal sehen, was er nochmal dazugelernt hat, wie er vielleicht mit seiner Frucht noch stärker ist und ja, vielleicht mal irgendwo mal, sag ich mal, genau, was reißen kann. Also ich glaube, charakterlich ist er abgeschlossen, aber stärketechnisch auf jeden Fall nicht. Also da kann noch. Ja, da ist noch Luft nach oben, auf jeden Fall. So, ja, wie gesagt, ist jetzt keine Überraschung, aber Corby hatte ich ja noch ganz am Anfang erwähnt, wo wir das kurz drüber reden. Leute, es ist einfach ein Charakter, der einfach, ich weiß nicht, erste Folge One Piece ganz am Anfang vom Niemand, also wirklich von Alvida, der Schiffsjunge, der Sklave von Alvida, also von einer ganz niedrigen Piratin, also noch nicht mal. So, Shanks war ja noch von Roger, so der Bursche, so. Er ist ja wirklich ein Niemand und so. Und jetzt war sein Ziel, beziehungsweise Ruff hat ihn inspiriert, zur Marine zu gehen und so. Und jetzt ist er da, Leute. Und ist einfach, er ist schon ein gemachter Mann. Er ist ja jetzt schon vom Rang, glaube ich, ein Captain. Hat ein eigenes Schiff, was wir auch gesehen haben in der Reverie. Das ist richtig so ein Schiff, wo oben an der Flagge, beziehungsweise nicht an der Flagge, sogar auf dem Segel steht ganz groß Corby drauf. So, also er hat auch richtig so ein Markenzeichen, richtig schon Fuß gefasst in der Marine als der ernstzunehmende Heini, der, was wir auch erfahren haben, diesen Torpedo da wahrgenommen hat, so, was auch Helmeppo, sein Kollege, der, den kann man im gleichen Atemzug auch nennen, mit der krassen Entwicklung, hat er gesagt, dass
dass seine Farbe des Observationshaki wohl so krass sei, dass er schon diesen Torpedo wahrgenommen hat, weil Herr Meppo hat diesen nicht wahrgenommen, diesen Torpedo aus dem Unterwasser, und dann hat er mehr oder weniger die Dressrosa ja, Eskortierung da ja, beschützen können. Weiß ich nicht, also der scheint auch richtig krass zu sein, so von seinem Haki. Wir haben Marineford, haben wir da gesehen, er ist zwar noch so, ich sag mal, trainingstechnisch in Kinderschuhen, aber jetzt sind 2 Jahre vergangen, Leute. Also das, was wir bei Marineford gesehen haben, da war ich schon, also schon nach Water 7, da war ich schon überrascht, als er mit Garb kam und so. Da war ich schon richtig überrascht, so. Der sieht jetzt anders aus, er sieht jetzt, er ist groß geworden, also er ist jetzt so groß wie Ruffy, wenn nicht noch größer. Sieht jetzt ernst zu nehmen aus, agil, sieht sogar vom Charakterdesign aus, cool aus, so weißt du, mit dem Stirnband und so. Und ist dazu noch schnell und beherrscht beide Haki-Arten. Königshaki nun noch nicht, also nicht bestätigt, wissen wir nichts von. Aber jetzt nach den 2 Jahren, wie krass er jetzt nach den 2 Jahren ist, steht in den Sternen. Das Ding ist, er ist Captain, also er ist noch kein Vizeadmiral. Das wäre der nächste Posten und Vizeadmiral. Ja, und ich sag mal so, man darf diese Ränge auch nicht so doll Gewichtung geben, weil, wie gesagt, Garb ist immer wieder das Beispiel. Der war Vizeadmiral, Leute, und war aber auf Piratenkönig-Level, auf Whitebeard-Level so. Und der war einfach die ganze Zeit Vizeadmiral. Also gleiches Niveau wie Smoker jetzt sozusagen oder irgend so ein Dalmatian oder diese komischen, ich sag mal so, diese Marine-Heinis, weißt du? Generell sind deswegen, ja viele einfach in ihre Position gerutscht. Ja, ich glaube auch nicht, dass man so schnell aufsteigen kann. Deswegen, das dauert, glaube ich, auch intern nochmal, bis du aufsteigst, obwohl du vielleicht schon Vizeadmiral-Level hast, so. Kann ich mir vorstellen. Ich kann mir vorstellen, dass er schon auf dem Level eines Vizeadmirals ist, jetzt schon, natürlich. Nach den 2 Jahren noch. Also das, was wir bei Marineford gesehen haben, war schon heftig, war gut, war knackig. Aber das jetzt noch 2 Jahre neue Welterfahrung und so da drauf, Leute, der muss ja jetzt schon richtig krass sein. Also natürlich so stark wie Ruffy. Er wird immer unter Ruffy bleiben, glaube ich, aber die werden irgendwann Kräfte messen haben. Aber es ist auf jeden Fall ein Charakter, der, wenn nicht der Charakter mit der krassesten Entwicklung, den wir aber selber auch von uns aus in der One Piece Geschichte miterlebt haben, wo wir jetzt kein Flashback gehabt haben oder sonstiges, sondern selber das erlebt. Das ist auch, finde ich, ganz cool. Das finde ich auch echt geil. Weil auch einzigartig. Ja, genau. Jeden Charakter, da begutachtet man immer so die Vergangenheit so, und dann hat man jetzt halt mit Corby wirklich so einen Charakter, der sich auch anders entwickelt hat. Was ich halt geil finde, ist, dass Corby immer ein Charakter war, der sich in seiner Geschichte, also der nie etwas selbst erreichen konnte, der immer Hilfe brauchte oder, also er war nie in der Lage, etwas selbst zu verändern so, und dann gab es halt diesen ja, diesen Wendepunkt, wo er dann halt sich vor Akainu gestellt hat und dann Shanks ja auch gesagt hat, um halt, also das ist halt einfach wieder mal Genius von Oda, weil man hat halt Corby, der nie in der Lage war, was zu ändern, er wollte ja auch Ruffy stoppen, Ruffy hat ihn mit einem Schlag dann wieder auf Marineford zu Boden gebracht so, und dann hat man halt so diese Situation und dann kommt Shanks und gibt ihm diesen erlösenden Satz quasi mit, den Corby aber gar nicht mehr so mitbekommen hat, aber wo Shanks dann halt sagt, in diesen paar Sekunden hast du die Ereignisse entscheidend beeinflusst durch deine Aktion. Und das hat halt Corby weitergeführt, weil er dann, also Kyros hatte das ja dann auch angesprochen, dass Corby halt zum Beispiel der Held dieses Rockyport-Vorfalls war, wo er halt alle betroffenen Bewohner gerettet hat. Und jetzt ist er halt nach diesem Vorfall mit Shanks, ist er halt so den Charakter geworden, der alleine etwas verändern kann, der wirklich alleine für den Gamechanger sorgen kann. Das ist halt Hammer. Meint ihr nicht dieser Arzt nochmal, dass Haki in ihm erwacht wurde oder sowas, durch den Vorfall und sonstiges? Ja, genau, das war ja so? Dann nach Marineford, meinst du, ne? Wo ja, er die Stimmen da die ganze Zeit gehört hat und dann der Arzt so meinte, das ist was Besonderes. Und dann kam ja auch quasi das Training zu Garb quasi. Ja, das ist ey, absolut geiler Charakter. Also der Arzt so, hat Leute. Ihn ja geraten, ganz kurz nur noch, also der Arzt hat ihn wirklich geraten, geht zu Garb, that's your man, so. Ja, das ist einfach geil. Ich finde auch Hell Meppo an sich, kann man es aber nicht so richtig ernst nehmen, da so als, ich weiß nicht, so ein bisschen nachahmen, aber ey, Hell Meppo, musste man eigentlich auch erwähnen, ey, wie der aussah von Captain Morgan, so dieser eklige Schnösel, wie der aussah, weißt du? Und jetzt ist es wirklich so ein Terminator mit so 2 Sicheln, Alter, das ist schon echt, eigentlich krasse Entwicklung. Muss man auf jeden Fall sagen. Hätte Total. Man auch nennen können. Deswegen, Leute, seid ihr jetzt auch gefragt, welche Charaktere ihr noch findet, die eine krasse Entwicklung hingelegt haben. Jetzt mal Strohhüte beiseite. Wir haben jetzt auch keine Supernovas genannt, was auch ein bisschen komisch ist. So, also ja, ich hatte jetzt erst überlegt, Kid vielleicht reinzunehmen. Aber Kid schon. Also Kid hat auch eine krasse Wert gegen jeden. Das ist ein anderes Thema, Leute. Wir können ja über Supernova nochmal allgemein Podcast machen. Ich glaube, das wird dann aber ein XXL-Format, weil beziehungsweise über jeden reden, was er erlebt hat und was er noch erleben wird, über jeden Einzelnen, ist auch noch auf jeden Fall ein Podcast wert. Egal. Schreibt mal eure Charaktere rein, die eine krasse Entwicklung erlebt haben. Ja, ich bedanke mich fürs Zuhören, Leute. Und schreibt mal, wenn ihr bis hierhin gehört habt, ihr kennt es immer, das Stichwort, schreibt mal Hashtag Helmeppo. Nicht Corby. Ja, Hashtag Helmeppo, das ist ganz gut. Hashtag Helmeppo, Leute, dann wissen wir, dass ihr auch treue Hörer seid, die bis zum Ende hören. Und das letzte Wort geht natürlich wie immer an Myrolox.
Ja, wieder mal danke von meiner Seite auch fürs Zuhören, Freunde. Ist auf jeden Fall nicht selbstverständlich, das sich so lange anzuhören, aber wenn es euch gefällt, freut uns das natürlich auch. Finde ich auf jeden Fall geil, dass das so gut funktioniert hat, weil wir hatten schon so ein bisschen die Sorge, weil man erst so dachte, boah, fallen mir überhaupt 5 Charaktere ein, und dann sind einem aber die Charaktere eingefallen und dann hatte man halt so ein bisschen die Bedenken, okay, dann wird der andere vielleicht 3-mal denselben Charakter haben oder so, aber es hat ja alles gut funktioniert, in dem Sinne alles optimal verlaufen und ja, danke fürs Zuhören, schauen, Leute, haut rein und ciao und tschüss!